Moin, so am heutigen Sonntag und damit auch Halbzeit unserem Aufenthalt hier in Florida schon. Ging jetzt relativ schnell um. Sind wir nochmal los. Wir sind jetzt hier zum Corkscrew Sanctuary. Das ist eine Stunde circa südlich von unserem oder von dem Haus von Vicky und liegt in der Nähe von Naples. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir nochmal zu diesem Muyaka River State Park fahren. Allerdings ist es ja dort auch so, dass man viel im Auto durch die Gegend fährt und sich ein paar Sachen nur angucken kann, rechts und links mit Boardwalks. Und hier haben wir jetzt rausgefunden, gibt es halt auch ein Boardwalk. Allerdings kann man den komplett zu Fuß gehen und ist theoretisch 2 Stunden dabei zu Fuß unterwegs. Es gibt allerdings auch einen Shortcut, also optimal für uns, um dann spontan zu entscheiden, wie wir das machen wollen. Oder vielleicht auch mit deutschem Lauftempo sind wir etwas schneller unterwegs, wenn wir dann nicht alle Tiere vertreiben. Haben wir gedacht, wir machen halt heute mal den Ausflug. Das Wetter wechselt halt. Es gibt zwischendurch dann mal wieder Unterstände, wo wir uns theoretisch auch verstecken könnten, falls es mal stark regnet. Und ansonsten haben wir gedacht, wir nutzen halt, wie gesagt, den Tag einfach mal, um hier ein bisschen rauszukommen und wieder auch anderes zu sehen. Gestern am Samstag sind wir noch zu einem Farmers Market gekommen, der meines Erachtens nach eher ein Reinfall war. Bis auf ein Shaved Ice gab es da nichts wirklich Erwähnenswertes. Und so sind wir dann halt quasi danach nochmal zum Einkaufen und dann wieder zurück zum Haus mit Pool und sonstigen Spielaktivitäten unterwegs gewesen. Genau, und wir machen uns jetzt mal hier auf die Suche nach Wildtieren. Hier soll es neben Waschbären, verschiedenen Insekten und Vögeln, hoch, da hüpft doch schon die erste Echse über den Weg, natürlich auch Alligatoren geben. Das ist ja immer so das Highlight, was man hier vielleicht sehen will. Ob wir da jetzt Erfolg haben oder nicht, werden wir dann wahrscheinlich hinterher berichten oder zwischendurch. Von daher sind wir erstmal unterwegs. Ryan, du hältst die Augen offen? Ja. Ja, okay. Ryan ist schon ganz gespannt. Mal schauen, was wir hier so finden. Bis später. We'll be right back.
Moin, wir sind wieder beim Auto. Hat sich ja dann auf jeden Fall voll gelohnt für uns, der Ausflug. Wir waren ja erst auch wieder skeptisch, was man jetzt hier so sieht oder nicht. Am Anfang war auch ist einfach nur ein Boardwalk in der Natur. Aber nachdem wir dann ja Alligatoren und Babyalligatoren und diverse Waschbären und natürlich auch ja zwischendurch diverse Echsen und Frösche gesehen haben und wir dann auch noch Grashüpfer und andere Pflanzen sehen konnten und diese Woodstalks, würde ich mal sagen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten auf jeden Fall alle Spaß. Der Große ist auch einiges gelaufen. Die Stimmung war erst in Richtung, ich schlafe hier gleich ein, aber dann hat sich das doch wieder gebessert. Jetzt sind wir wieder beim Auto und von der Uhrzeit her fahren wir jetzt wahrscheinlich einfach wieder nur erstmal zurück und machen vielleicht noch auf dem Rückweg einen Stopp für einen kalten Kaffee. Ansonsten würde ich sagen, das Gehupel war ein Zeichen dafür, dass ich jetzt hier aufhöre und würde sagen, bis später. Moin! So, das Unwetter oder beziehungsweise der immer starke Regen im Nachmittag hat sich jetzt so langsam verzogen. Wir sind jetzt heute am Dienstag nach 2 Wochen, also weniger 2 Wochen haben wir noch, die wir jetzt hier in Florida sind. Und das Wetter hat sich deutlich gebessert, wie man vielleicht sieht. Und wie man da auch erkennt, genau, sind wir am Strand. Wir haben für heute uns den Bollerwagen, womit wir auch gestern übrigens einen kleinen Ausflug noch durch die Gegend gemacht haben. Die Kinder sitzen da sehr gerne drin. Da haben wir hier das tolle Zelt, was wir unseren Wiki ausleihen durften, genau wie den Bollerwagen natürlich. Und diese Picknickdecke hier und ganz viel Spielzeug. Und eigentlich mussten nur wir uns mitbringen, weil selbst Strandhandtücher und alles haben wir hier irgendwie, was wir uns ausleihen können. Oh, der Große möchte was. Was brauchst du? Okay, und was möchtest du dann? Sicherheit. Guck mal, vor deinen Füßen liegt noch so eine Hake. Willst du die? Nein. Okay. Ja, die packt man dann einmal, dann kannst du die mit runternehmen. Oder so. Dann weiß Bescheid, was er möchte. Oder sich das. Genau, deswegen haben wir gedacht, wir machen heute einen Strandausflug. Wir sind hier am Venice Beach. Hier soll man unter anderem auch Haizähne wohl des Öfteren am Strand finden können, wenn man danach sucht. Mal gucken, das war jetzt nicht unser Hauptaugenmerk, nur eine Randnotiz, die wir halt auch mitbekommen hatten. Und haben uns gedacht, wir ja, relaxen jetzt hier etwas, mal schauen, wie lange wir hier bleiben. Vielleicht gibt es dann noch Mittagsschlaf hier nachher am Strand. Das Wasser ist auf jeden Fall auch trotzdem sehr schön warm, vielleicht 2-3 Grad kälter als der Pool, was aber schon ordentlich was hermacht. Und es ist mittelmäßig voll, es ist auch noch relativ früh, ich glaube noch vor 11. Und ja, ansonsten haben wir für hier nicht viel geplant. Es gibt hier noch einen Bereich etwas nördlicher vom Strand, da kann man hin, da noch mal ein bisschen lang spazieren, genauso wie wohl südlicher. Was wir davon aber wirklich angehen, das sehen wir nachher, wenn wir uns wieder auf den Weg machen und alles zusammenpacken. Mit so einem Bollerwagen ist das echt klasse. Ich glaube, für Deutschland werden wir uns sowas auch noch mal anschaffen für den Strandausflug. Wir haben da zwar auch den großen Fahrradanhänger, den wir ja auch so einzeln mitnehmen können. Da passt auch einiges rein. Was möchtest du haben? Ach so, ja, das liegt hier. Bitte sehr. Und auf geht's. Genau. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ach so, ja, genau. Aber so ein Buggy hier mit entsprechenden Rädern extra für den Strand ist natürlich doch nochmal etwas anderes. Und ansonsten haben wir für heute nicht viel geplant. Wir haben jetzt laut Wetterbericht heute und morgen auf jeden Fall schöne sonnige Tage. Heute noch mit ein bisschen Regenwahrscheinlichkeit zum Nachmittagabend hin. Und morgen allerdings wohl nur Sonne. Deswegen sind wir auch überlegen, für morgen schon einen anderen Ausflug in die Everglades machen. Das entscheiden wir dann heute Nachmittag, Abend. Man kann auf jeden Fall noch flexibel buchen. Man sollte allerdings buchen oder muss auch buchen. Und dann schauen wir einfach mal. Soweit erstmal von uns hier vom Strand. Wir genießen jetzt das Wetter. Es sind nicht gerade große Wellen, deswegen werde ich wahrscheinlich mit der GoPro auch nicht groß ins Wasser. Da gibt es keinen großen Spaß. Müssen eher mehr relaxen und genießen. Und die Drohne habe ich auch mit. Vielleicht fliegen wir dann nachher mal. Vielleicht sehen wir ja noch was im Wasser aus der Luft heraus. Vielleicht fliege ich aber auch gar nicht. Also von daher lasst euch überraschen. Bis später.
war Dienstag, waren wir in Venice Beach und hatten echt da bestes Wetter. Es war richtig, richtig schön. Das Wasser war angenehm warm und genau, wir haben es total genossen. Wir haben von unserer Freundin ordentlich Equipment mitgehabt mit Zelt und den Rollerwagen, Spielzeug, genau. Das war auf jeden Fall richtig cool. Da hatten wir eine richtig schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar Pelikane flogen über uns lang und wir haben Delfine gesehen, die da gar nicht so weit weg von uns geschwommen sind. Genau, das war ziemlich cool und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dann sind wir da noch quasi von Venice Beach die Straße noch ein bisschen entlang geschlendert, haben da noch ein Eis gegessen, ein paar Postkarten gekauft und dann ging es auch wieder zurück und das Wetter wurde dann drastisch schlechter. Wir waren dann tatsächlich noch kurz also Pizza essen in Fort Myers, mussten wir ja quasi von oben einmal runterfahren und dann wieder ein Stück nördlicher, um nach Cape Coral wieder zu kommen, um nach Hause zu gehen, nach Hause zu fahren. Und es war echt so ein krasser Platzregen, dass sogar halt die Straßen, unsere Hauptstraße auch überflutet war ein bisschen. Genau, also da haben wir eigentlich richtig Glück gehabt mit Venice Beach, dass da das Wetter so gut war. Ja, genau, gestern war eigentlich ein unspektakulärer Tag mit einmal kurz einmal raus, um was, ein paar Dinge einzukaufen. Ansonsten war Torben mit der Kleinen zweimal im Pool. Die kann ja gar nicht genug kriegen von dem Planschen da. Genau, und dann haben wir ja noch ein paar Sachen gehabt auf unserer Liste, die wir gerne noch machen wollen, solange wir hier sind. Und haben das natürlich, müssen das auch ein bisschen mit dem Wetter abpassen, weil ja doch immer mal Regenschauer sind oder auch Regentage sind oder Gewitter ist. Genau, und für heute soll das Wetter ganz gut sein in Orlando. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Das ist natürlich eine ordentliche Strecke von ein bisschen über 3 Stunden. Aber wir haben gesagt, wir wagen das jetzt einfach mal. Viel von Orlando Stadt gibt es nichts, also nichts Besonderes zu sehen und da werden wir auch nicht groß sein. Es gibt natürlich 1000 Millionen Parks. Da werden wir natürlich auch nicht richtig reingehen, weil es natürlich auch einfach teuer ist und für unsere kleinen Kinder noch nicht so richtig das Wahre ist. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit, was wir geplant haben, was wir uns angucken wollen. Und genau, stand heute Morgen noch so ein bisschen auf der Kippe, ob wir den Ausflug heute wirklich wagen wollen, weil ne, 3 Stunden Fahrt ist ja alles eine. Aber genau, der Große war heute Morgen irgendwie nicht ganz so gut drauf und da haben wir gedacht, ach, ob wir das wirklich wagen. Genau, sind jetzt aber natürlich auf dem Weg, wie ihr sehen könnt. Die kleine Maus ist gerade schon eingeschlafen und hier ist es noch relativ immer mal zwischendurch bewölkt, aber in Orlando soll es ganz gut sein und Wolken an sich sind ja nicht schlimm, solange es nicht regnet. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Seid gespannt! Moin! So, wir haben jetzt hier knapp 3 Stunden 10, 15 Minuten gebraucht. Oh, wir gehen auch mal hier lang. Und sind jetzt in Orlando angekommen. Der Wetterbericht sagt uns ja eigentlich für Orlando relativ gutes Wetter voraus. Das ist allerdings nicht ganz der Fall. Wie man da sieht, regnet das hier auch gerade ein bisschen. Und das soll allerdings auch bald wieder aufhören. Das heißt, wir hoffen einfach, dass wir jetzt wir sind jetzt sehr gut angekommen und jetzt gehen wir hier das Stückchen, was ja auch alles überdacht ist, bis zu diesem City Walk. Wir sind als ersten Stop hier die Universal City Walk angefahren. Hier kann man sich ja ein paar Shops, ein paar Restaurants und andere Sachen angucken, die aber auch entsprechend themengerecht ja
dargestellt sind und somit eigentlich auch für den Großen hoffentlich ein kleines Highlight sind. Der Citywalk an sich ist grundsätzlich kostenfrei. Das Einzige, was man hier bezahlen muss, ist das Parken mit $30. Dafür kann man halt den ganzen Tag hier parken. Wir hatten uns gedacht, dass wir das jetzt machen werden, weil das wahrscheinlich auch die einzigen Kosten sind, die wir an Attraktionen und so weiter halt haben. Und marschieren wir jetzt mal hin. Den Park haben wir ja eben gerade. Der Große hat die Fahrt relativ gut gemeistert mit ein bisschen Animation und Snacks natürlich auch. Ganz ohne Snacks ging es ja nicht. Und die Lütte hat fast die ganzen 3 Stunden durchgeschlafen. Also die hat dann noch mal ein bisschen Schlaf nachgeholt. Dann hat das alles richtig gemacht. Und ja, wir spazieren jetzt hier lang. Gucken mal, was wir jetzt hier so entdecken und hoffen einfach, da vorne ist schon wieder blauer Himmel. Das ist ja mit so einem kurzen, großen Schauer und Platzregen nichts Ungewöhnliches. Und daher hoffen wir, dass das einfach gleich ein bisschen nachlässt und wir dann zumindest im Trocken oder Regen, ohne Regen von oben weiter hier lang laufen können. Von daher, jetzt geht's hier los, Sicherheitskontrolle. Ich muss die Kamera eh abgeben. Bis gleich. So, den Universal Boardwalk oder Citywalk haben wir jetzt hinter uns. Wir sind quasi 2 Runden gedreht, haben uns ein paar Sachen angeschaut, ein paar Fotos gemacht. Wir haben den Regenschauer eigentlich abgepasst, ja mehr oder weniger. Aber gerade als wir reingingen und den Citywalk beginnen wollten, hat der Regen auch quasi mit uns dann aufgehört. Der Große fand das jetzt weniger spannend, als ich tatsächlich erst gedacht hätte. Ich dachte, vielleicht sind es ein paar Attraktionen, die es dort gibt, einfach spannender und interessanter. Aber er hat dann einfach gesagt, mir ist langweilig. Okay, was will man machen? Dann ist es halt, wie es ist. Nichtsdestotrotz sind wir da ein bisschen lang spaziert und es gab einen riesen Hotdog, den hat er auch halb verdrückt. Ich habe dann die andere Hälfte abbekommen und dann haben wir uns einfach noch ein bisschen umgeschaut und sind dann zu unserem zweiten Ziel gefahren, und zwar der Florida Mall. Wir haben halt gedacht, dass wir das auch auf jeden Fall mitnehmen. Unter einem halt als Möglichkeit, sich da sowieso unterzustellen, wenn es halt mehr regnet, während wir hier sind. Auf der anderen Seite gab es aber auch einen großen Spielbereich und wir haben gedacht, das wäre ja auch cool für ihn, da sonst noch einfach noch mal ein bisschen mit anderen Kindern zu toben. Allerdings ist auch die Phase gerade eher etwas kritisch nicht. Aber er ist ja gerade nicht so spielbegeistert mit anderen Kindern. Er sagt immer, ihm sind das alles zu viele Kinder. Auch wenn er nur 1 oder 2 weitere Kinder sind. Und dann endet das meistens in ein ich gehe nicht spielen. Und von daher war das auch weniger Spielen, sondern eher mehr Rumschlendern. Und wir haben dann noch überlegt, bei den Essensoptionen, dass wir da vielleicht sonst noch was essen, aber er wollte jetzt gerne Pizza haben und das gab es da nicht so wirklich und er war dann auch sehr unzufrieden mit allem drum und dran, weshalb wir dann gedacht haben, wir fahren einfach weiter zu Option 3. Option 3 ist nämlich jetzt hier Disney Springs, also wir sind jetzt hier Disney World, aber auch quasi mit Disney Springs den kostenfreien Bereich hier vorne ran. Und hier kann man natürlich überwiegend ja auch nur an Geschäften vorbeilaufen und sich auch so ein paar Disney angehauchte Attraktionen und Shops halt angucken. Allerdings gibt es hier halt auch Restaurants, wie gesagt, und hier gibt es dann gleich auch Pizza für uns. Und von daher, gehen wir jetzt hier weiter in diesem kostenlosen Bereich. Und mal schauen, ob wir euch ein paar Bilder hier noch oder Aufnahmen noch machen und ein bisschen hier die Gegend zeigen. Bis später! Thank you.
Moin, ich hier im Dunkeln oder im blauen Licht. Genau, wir sind jetzt hier fertig beim Disney Springs und stehen hier gerade am Auto und wollen jetzt wieder losfahren. Das ist ja doch schon später als gedacht, es ist jetzt 20:30 und hier ist halt immer noch voll, da ist bestimmt auch noch Programm. Allerdings haben wir halt auch noch circa 3 Stunden Rückfahrt wieder bis zum Haus von Vicky, wo wir ja wohnen. Und wir wollten eigentlich nicht erst um Mitternacht ankommen, aber es wird ja auch irgendwie sowas hinauslaufen. Der Vorteil ist natürlich, das hatten wir schon so geplant, dass wenn wir jetzt fahren, der Verkehr halt nicht mehr ganz so doll ist auf der Autobahn oder auf dem Highway Interstate. Genau, deswegen hoffen wir, dass wir da zumindest zügig durchkommen, vielleicht sogar zügiger als gedacht. Und von daher, das eine Kind ist angeschnallt, das andere Kind wird gerade noch versorgt. Wir haben vorher schon getankt, wir sind also gleich Startler. Der Große hat jetzt hier noch eine kleine Überraschung aus Lego sich ausgesucht. Der ist jetzt ein bisschen mehr happy, ansonsten hat er gesagt, war erst nicht so ein schöner Tag. Ist natürlich schade, weil wir ja eigentlich solche Ausflüge auch machen und dann hoffen, dass die Kinder dabei Spaß haben. Für die Lütte war das auf jeden Fall viele Eindrücke, für den Großen natürlich auch. Vielleicht waren das auch einfach zu viele Eindrücke. Es gab jetzt auf jeden Fall zum Ende hin, zum Tagesende noch ein paar Lächeln auf dem Gesicht. Und wir hoffen einfach, er erzählt jetzt auch gerade ganz viel, dass es jetzt trotzdem für ihn irgendwie ein schöner Tag war. Denn der Ausflug war jetzt natürlich nicht gerade so um die Ecke, natürlich auch anstrengend. Und wir hoffen mal, dass beide Kinder jetzt auf dem Rückweg auch einschlafen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. So viel zu dem heutigen Ausflug nach Orlando. Ich weiß gar nicht, ob so viel Bildmaterial haben wir gar nicht. Und auf geht's. Bis dann.